Kaffee. Also früh morgens auf jeden Fall Kaffee, abends gerne auch mal einen richtig schönen Kräutertee auf dem morgens Kaffee, das ist schon Must-have. Mich persönlich begleitet, wenn ich das so sagen darf, die Kenntnis um die Diakonie eigentlich mein ganzes Leben. Dazu muss ich erklären, dass meine Mutter bei im Evangelischen Landeskirchenamt in Anhalt gearbeitet hat. Da war auch die Diakonie direkt daneben. Das war zu DDR-Zeiten ja alles überhaupt nicht mit den heutigen Strukturen vergleichbar. Und insofern habe ich den Wert von wirklich unabhängiger, ja, früher hätten wir das ja noch gar nicht so benannt, ne? Sozialarbeit und Wohlfahrt im besten Sinne damals wirklich auch existenziell kennengelernt. Erstmal will ich sagen, dass wir lange an der Stelle tatsächlich wenig Aktivitäten in der Landespolitik hatten, weil wir die Situation hatten, dass wir deutlich zu viel Wohnungen hatten und dass ja auch nach der friedlichen Revolution viel modernisiert wurde. Gott sei Dank hat sich jetzt der Blick darauf auch geändert, dass es nicht nur um Quantität, sondern auch um Qualität geht. Und da kommt eben die Barrierefreiheit ins Spiel. Die ist für uns aus verschiedensten Gründen wichtig. Eine barrierefreie Wohnung ist für Menschen, die erkrankt sind, wichtig, für Menschen mit Behinderungen wichtig, für alte Menschen wichtig. Und vom Grundsatz her sollte eigentlich jede Wohnung barrierefrei sein. Jetzt müssen wir gucken, wie wir da in einen Zustand kommen, dass wir also möglichst schnell möglichst viele Wohnungen umbauen. Und da war ich ein bisschen erschüttert, als ich mich dann, wie Sie zu Recht sagen, mit der Thematik beschäftigt habe, dass es ja da offensichtlich noch viel Aufklärungsbedarf gibt. Wir haben beispielsweise ein Förderprogramm für sozialen Wohnungsbau in Sachsen-Anhalt. Da hätten wir im letzten Jahr 20 Millionen verbauen, abrufen und verbauen können. Es sind nur 5 Millionen abgeflossen. Und das ist was ich echt nicht nachvollziehen kann, weil ich glaube, wir müssen da auch in die Zukunft denken. Und insbesondere in Halle und Magdeburg geht es ja nicht nur um Barrieren, was tatsächlich auch die Ausstattung von Wohnungen angeht, sondern da geht es ja auch darum, kann ich mir eine Wohnung noch leisten? Kann ich mir vor allen Dingen eine Wohnung noch ein bisschen im Zentrum leisten? Wenn ich mir angucke, was da jetzt für Preise aufgerufen werden, das sind ja auch Dinge, die was mit dem sozialen Zusammenhalt zu tun haben. Wie ist so ein Quartier auch durchmischt im sozialen Sinne? Können da auch Menschen unterschiedlicher Professionen noch wohnen? Da haben wir es geschafft, in dieser Legislatur den Quartiersansatz erstmal so zu verankern, dass es eine Beratungsstelle für Kommunen gibt. Wir wollen das gerne ausweiten, dass es in jedem Kreis eine solche Beratungsstelle gibt, die dann Quartierskonzepte umsetzt. Und wir wollen auch für die Menschen, die tatsächlich in Wohngruppen oder in Einrichtungen leben, dass die sogenannte, das ist jetzt ein bisschen technisch, aber das werden Sie kennen, Heimmindestbauverordnung geändert wird. Da hatten wir eigentlich alles schon ausverhandelt. Da ging es darum, dass wir deutlich mehr Einzelzimmer wollen und dass eben natürlich auch alles komplett barrierefrei ist. Das wird leider in dieser Legislaturperiode nicht kommen, obwohl es fertig ist. Eine Unterschrift würde genügen, aber der Finanzminister hat das blockiert. Und das finde ich kurzsichtig. Wir haben dadurch eine Situation, das bringt vielleicht diese Absurdität so auf den Punkt, dass wir ab 2025 für jeden Insassen einer JVA, einer Justizvollzugsanstalt, das verbriefte Recht haben, zu Recht, sage ich,
Klar, dass er in einer Einzelzelle untergebracht wird, aber dass Menschen, die in Altenheimen leben, dieses Recht nicht haben, das wird denen vorenthalten. Und das finde ich wirklich absurd. Da sehe ich tatsächlich die Kommunen gefordert. Also es nützt nichts, das ewig zu beklagen, dass sich der soziale Zusammenhalt jetzt so negativ entwickelt hat, sondern man muss versuchen, dagegen zu steuern. Und auch hier sehe ich solche Quartiersmanager. Ich hatte ja eben schon davon gesprochen, von den Quartierskonzepten als wirklich Schlüsselrollen, um sozusagen auch zu vermitteln, Hilfestellung zu geben, mit positiven Beispielen dann Leute aufzuschließen, zu unterstützen, zum Beispiel zu sagen, wenn hier die Wohnung an einen behinderten Menschen vermietet werden soll, dann gibt es die und die Zuschüsse, die man für den Umbau generieren kann, etc. Ganz oft ist es ja auch, ja, die Hürde, die man sieht, die an vielen Stellen auch tatsächlich da ist. Auch Angst vor dem Fremden. Ne? Da kommen Leute, die sprechen eine andere Sprache. Wer weiß, was die für Rituale pflegen. Wir stellen uns ja vor, dass die Quartiersmanager, wenn eben auch eigene Räume haben, dass man dort mal so eine Begegnung organisiert, wo dann auch wirklich die Vermieter sehen. Wir hatten selber so einen Fall dort, wo mein Regionalbüro ist. Und wenn man dann wirklich auch sieht, da kommen nicht eine Familie mit 17 Kindern, sondern die haben wirklich drei Kinder und die sind total freundlich und die bemühen sich, dann sind da die Barrieren oft viel niedriger. Wir haben ja im Moment dieses Förderprogramm Pflege im Quartier. Und wenn wir das sozusagen mit hauptamtlichem Personal aufwerten, und dann können wir, glaube ich, wirklich was erreichen. Wir haben in dieser Legislaturperiode tatsächlich, muss ich sagen, auch als Grüne wirklich dafür gesorgt, dass wir jetzt eine Gigabit-Strategie haben. Das heißt, dass wir eine klare Zielstellung haben, dass wir uns von all diesen alten vektorbasierten Kupferleitungen und was weiß ich, was da alles genutzt wird, verabschieden. Und dass es eine Garantie in Sachsen-Anhalt bis 2030 geben soll, dass jeder über Glasfaser an schnelles Internet angeschlossen wird. Und vorrangig sollen soziale Einrichtungen angeschlossen werden. Schulen sind noch mal außen vor. Die kriegen ja auch eine Bundesunterstützung. Das ist die Theorie. Die Praxis ist leider Gottes eine andere. Viele können sich nicht vorstellen, dass es wirklich Familien gibt, die haben ein Smartphone. Ein Smartphone. Und das wird dann rumgereicht und mit dem sollen Kinder dann Homeschooling machen. Das ist total absurd. Das ist völlig unmöglich. Also wir haben im Moment 47 Krankenhausstandorte. Das ist noch ziemlich bürgernah. Ich will hier sehr ehrlich sein und sagen, ich glaube nicht, dass wir in 10 Jahren noch alle 47 Krankenhausstandorte haben werden. Wofür ich aber kämpfe und was mir wirklich wichtig ist, dass wir all diese Standorte weiterhin als Standorte der gesundheitlichen Versorgung im gesamten Land Sachsen-Anhalt haben. Wir müssen überall eine Struktur haben, wo Fachkräfte sind, im Sinne von Portalklinik. Man kann das auch Ärztezentrum mit Belegbetten nennen oder das sind alles keine wirklich geschützten Begriffe, aber mir geht es darum, dass man überall einen Anlaufpunkt hat in der Verzahnung von ambulant und stationär, wo ich mich hinwenden kann, wo ich eine Ersteinschätzung bekomme. Manchmal ist es eine Kleinigkeit und ich gehe wieder nach Hause. Es kann sein, dass es mehr ist, dann muss es dort wirklich Überwachungsbetten geben. Es muss Möglichkeiten geben, in erstchirurgische Eingriffe, invasive Eingriffe, Überwachung im kardiologischen Bereich vorzunehmen für kleinere Dinge. Oder es gibt dann die Einschätzung sofort weiter in eine größere Klinik. Das finde ich gut mit dem Grundgesetz. Ich hätte gerne das ebenfalls in der Landesverfassung gehabt. Das haben wir in kleinen Teilen hinbekommen. Also ein paar Kinderrechte sind da jetzt verankert, aber insbesondere die Rechte, wo Kinder sich auch selber beteiligen können. Da gab es in einigen Teilen bei uns mit einem Koalitionspartner noch Vorbehalte. Da will ich ganz praktisch dagegen vorgehen. Wir haben jetzt das Landeszentrum
Jugend und Kommune. Und deren Aufgabe ist es wirklich, Beteiligungsprojekte von jungen Menschen, also sowohl von Kindern als auch von Jugendlichen, vor Ort zu begleiten, um tatsächlich auch an der Stelle Vorbehalte abzubauen. Denn ich erlebe, dass ganz, ganz viele Kinder und junge Menschen ja, also ihre Rechte, die sie haben, auch sehr verantwortungsvoll umsetzen, dass sie sehr reflektiert ihre Umgebung wahrnehmen und sich auch dazu äußern können, das, was sie selber betrifft in ihrem Umfeld. Das nächste ist, dass wir tatsächlich dafür streiten, dass junge Menschen mehr Beteiligung bekommen. Das sind jetzt, kann man sich darüber streiten, ob es noch Kinder sind, aber wir wollen ein Wahlrecht ab 14 auf allen Ebenen, um dort auch wirklich Mitbestimmung umsetzen zu können. Weil ich glaube, also zum Beispiel Bildungspolitik, da sind viele Kinder und Jugendliche sehr klar, in welche Richtung ihre Bildungspolitik, ihre Gestaltung von Schule gehen soll. Und warum sollen sie dann nicht die Möglichkeit haben, über eine Wahlentscheidung das tatsächlich mitzubestimmen? Es war Konsens unter den Koalitionspartnern, und da gibt es auch, also das kann nicht das Finanzministerium einseitig blockieren, gab es auch einen Beschluss im Kabinett, dass das aus Landesgeld bezahlt wird. Jetzt haben wir die Situation, dass wir ja deutlich mehr ESF und überhaupt europäische Gelder bekommen, als wir das befürchtet hatten. Und es wird jetzt wieder aus europäischen Geldern bezahlt. Ich setze sehr darauf und werde da auch darauf achten, dass das im nächsten Koalitionsvertrag wieder erneut verankert wird, dass die Aussage gilt, Schulsozialarbeit ist eine Landesaufgabe. Wir Grüne sprechen immer von multiprofessionellen Teams in Schule. Also wir hätten da sozusagen sogar gerne noch mehr. Also das ist im Moment so, dass wir Lehrerinnen und Lehrer haben, dass wir Schulsozialarbeiter haben, dass wir punktuell auch mal andere Professionen in Klasse holen können. Wir wollen, dass jede Schule ein Schulbudget hat, damit sie auch selber entscheiden kann, ob sie vielleicht über einen Honorarvertrag einen Handwerker oder einen Künstler fest an sich bindet, der dann mit in der Schule arbeitet. Wir wollen, dass die Schulsozialarbeiter auf Augenhöhe auch in der Schulkonferenz mitbeteiligt werden, weil wir glauben, da geht es auch um Bildung ganzheitlicher Art. Das fängt ja schon damit an, dass wir die rigideste Voraussetzung haben, überhaupt erstmal eine freie Schule an den Start zu bringen. Ja. Also das muss aufhören, dass man da erstmal 3 Jahre quasi alles mitbringen muss, bevor man überhaupt erstmal in die Lage kommt, die Schule beantragen zu dürfen offiziell. Und grundsätzlich sollte es aus unserer Sicht nicht notwendig sein, Schulgeld zu erheben. Jedes Kind, egal in welche Schule es geht, hat das gleiche Recht auf kostenfreie Bildung. Und das ist ja auch total absurd. Also wenn es die freien Schulen nicht gäbe oder wenn sie aufgrund unseres bekloppten Schulgesetzes nicht mehr am Markt bestehen können, müsste ja die öffentliche Hand, müsste ja der Staat auch Schulen vorhalten. Also insofern, warum nicht eine vielfältige Bildungslandschaft? Und auch hier ist ja die Trägervielfalt auch ein Stück weit Ansporn, die besten Konzepte nach vorne zu bringen. Also warum sollte dann eine freie Schule nicht die gleichen Voraussetzungen bekommen wie eine staatliche Schule? Und sie sollten auch uneingeschränkt die gleichen Möglichkeiten bekommen, auf Bundes- und Europa-Fördermittel zugreifen zu können. Dass da in Teilen noch Unterschiede gemacht werden, das finde ich total absurd. Grundsätzlich finde ich schon, dass es richtig und wichtig ist, dass alle Kinder in einer Schule gemeinsam lernen können, von Klasse 1 bis Klasse 12. Alle Kinder, egal mit welchen Voraussetzungen. Aber tatsächlich ist es so, dass wir diese Voraussetzungen nicht haben. Man kann sich da schöne Konzepte angucken. Skandinavien wird ja immer wieder genannt. Aber es fängt ja schon damit an, wenn man diese Schulen betritt, wenn man die baulichen Voraussetzungen sieht, wenn man die Personalschlüssel sieht, all diese ganzen Sachen. Das ist ja nicht die Lebensrealität in Sachsen-Anhalt. Und insofern kann ich das gut nachvollziehen. Also
Mein Kind ist zwar groß, aber trotzdem kann man sich ja noch an diese Zeit erinnern, dass man dass jede Mutter und jeder Vater für sein Kind die besten Möglichkeiten haben will und dass unsere Schulen an vielen Stellen eben nicht dafür bereit sind. Und insofern werden wir Förderschulen brauchen, aber in der Zielstellung, dass so viel Kinder wie möglich mit Integrationsbegleitung, mit baulichen, also bei Neubauten wird ja schon darauf geachtet, etc. Also, dass wir so viele Kinder wie möglich in Regelschulen gut unterrichten können. Und das ist der Knackpunkt. Wenn es nicht möglich ist, wenn das Personal nicht da ist, um die Kinder dort zu begleiten, wenn dort immer noch Treppen sind und keine Aufzüge oder was auch immer die Kinder brauchen, dann geht es nicht. Und deswegen müssen wir, und das haben wir auch in Sachsen-Anhalt lange nicht getan, die Förderschulen auch so ausstatten, dass man dort überhaupt gut lernen kann. Also wenn ich Förderschulen sehe, wo die Kinder in Containern unterrichtet werden, weil die eigentliche Förderschule aus allen Nähten platzt, wo nicht genug Personal da ist und so. Also das ist schon ein Armutszeugnis für unser Land. Es gibt für uns eine große, ja, es ist schon eine Vision an der Stelle, muss man sagen, so wie wir in Sachsen-Anhalt aufgestellt sind. Aber der Weg dahin ist ein langer und deswegen müssen wir für die Kinder, die jetzt da sind und die mittelfristig da sind, auch die Bedingungen in Förderschulen deutlich verbessern. Also erstmal fangen wir mal mit den Ankerzentren an. Also ich gehe davon aus, dass Sie darauf anspielen, dass wir ja grundsätzlich eine dezentrale Unterbringung in Sachsen-Anhalt haben, aber dass die ZAST in Halberstadt, das ist ja im Moment aufgrund der Zahlen tatsächlich das, wo sich das kulminiert, quasi wie ein Ankerzentrum funktioniert, weil bis auf vulnerable Gruppen dort erstmal bis zu 18 Monaten quasi der Aufenthalt ja, normiert ist. Das ist was wir Grüne mit Schmerzen mitgetragen haben und aus unserer Sicht hat sich das aber auch nicht bewährt. Was definitiv weg muss, ist die Wohnsitzauflage, die hat sich überhaupt nicht bewährt und was auch aus unserer Sicht weg muss, ist hier der Integrationserlass. Das sind Sachen, die regeln Dinge, die nicht regelungsnotwendig sind. Dezentrale Unterbringung und dann kommen auch wieder die Quartiersmanager ins Spiel, die dort unterstützend tätig sein können. Das ist aus unserer Sicht der Schlüssel. Und wir sind das viertreichste Land der Welt und auch Sachsen-Anhalt. Bei allen Schwierigkeiten, die wir hier haben, sicherlich gibt es hier Menschen, die sind deutlich ärmer als der Durchschnitt, keine Frage. Aber ich glaube, das ist nochmal ein Unterschied, ob man materiell schlechter gestellt ist oder ob man wirklich in Existenz und Not und in Lebensbedrohung ist. Grundsätzlich ist das Landesprogramm fortzuführen. Das finden wir sehr richtig. Das ist der richtige Weg. Die Träger, die sich dort engagieren, müssen mindestens eine Dynamisierung im Sinne von Inflationsausgleich und Tarifsteigerung bekommen. Ich glaube, das ist essentiell, weil ansonsten, das ist ja eine ganz einfache Rechnung, sich der Förderbeitrag quasi jedes Jahr runterrechnet. Und das ist nichts, was wir unterstützen, denn wir brauchen dort auch motivierte Träger. Ansonsten ist Demokratieförderung etwas, was wir in Schule noch ausbauen müssen. Wir haben vorhin über die Beteiligung von Schulsozialarbeitern gesprochen. Da ist die sogenannte Drittelparität. Also wer hat in Schule überhaupt das Recht, tatsächlich mitzubestimmen? Für uns immer noch etwas, was wir wollen. Und dieses Argument, ja, wenn alle drei Teile, also Schüler, Eltern und Lehrer gleichberechtigt sind, dann könnte es ja sein, dass die Lehrer mal überstimmt werden. Dann ist das im Prinzip für mich die Antwort, die mir zeigt, wir haben da ernsthaft noch was aufzuholen, weil genau das ist ja der Sinn. Genau das ist der Sinn, dass alle wirklich auf Augenhöhe gemeinsam dort Entscheidungen treffen können. Und ansonsten ist Demokratieförderung für uns quasi so eine Querschnittsaufgabe, dass wir
An vielen Stellen wollen das Menschen über das, was ihr eigenes Umfeld ist, einfach auch sehr viel mehr mitbestimmen können. Wie gesagt, das Landesprogramm ist so eine Sache und die läuft gut und soll weiterlaufen. Aber wir wollen auch so in der direkten Beteiligung mehr ermöglichen. Ich habe mir Bürgerinnenräte beispielsweise angeschaut und ich finde, das ist eine gute Möglichkeit, Menschen auch zwischen Wahlen über konkrete Anliegen mitbestimmen zu lassen. Insgesamt ist es aus unserer Sicht nötig, dass wir eine Landeskoordinierungsstelle für die Istanbul-Konvention bekommen. Es ist auch keine große Leistung, das zu fordern, denn das ist tatsächlich bei der Vielfältigkeit der Angebote, die da nötig sind, eine Notwendigkeit, die sich selber ergibt und die ja auch Teil der Istanbul-Konvention ist, dass eben klar gesagt wird, es muss eine solche Landeskoordinierung oder eine Koordinierung in der jeweils zuständigen Stelle, das ist ja in den einzelnen Ländern in Europa oder selbst in Deutschland schon unterschiedlich strukturiert, die nicht nur die Angebote, die da sind, koordiniert und die Bedarfe beschreibt, sondern auch daran arbeitet, Hilfestellung für Politik zu geben, die strukturellen Ursachen. Und das ist ja das, was wirklich auch, haben wir ziemlich viele Defizite heute in unserem Gespräch rausgearbeitet, aber das ist ja wirklich auch was, wo man verzweifeln könnte. Im Grunde genommen, dass sie nicht nachlassen mit dem, was sie die ganze Zeit schon tun. Als Diakonie selbstständig, aber eben auch über die Liga. Nämlich immer wieder sehr klar, sehr deutlich und sehr unmissverständlich zu sagen, wo sind Schwachstellen in diesem Land? Und das finde ich wirklich bemerkenswert. Und das ist tatsächlich was, was diesen Bereich von anderen Politikfeldern unterscheidet. Die Bedarfslagen aufzuzeigen, die Schwachstellen zu benennen, aber meistens auch Lösungen, eigentlich immer auch Lösungen gleich mit zu präsentieren. Und es könnte an der Stelle so viel einfacher sein, wenn man da noch sehr viel enger im Gespräch ist und guckt, wie kann man in die Umsetzung gehen. Dass wir das von Anfang an noch enger pflegen, weil es ist eine hohe Kompetenz da und ich schätze das sehr. Die Konkretheit der Briefe sind sehr, sehr oft, auch die regelmäßigen Gespräche, die es mit der Liga gibt oder mit Ihnen. Weil wir wissen natürlich überhaupt nicht alles. Das ist ja völlig klar. Sozialpolitiker haben sich mit so vielen Dingen zu beschäftigen. Und dann hier von denjenigen, die jeden Tag genau wissen, wo die Problemlagen sind, solche konkreten Dinge präsentiert zu bekommen, finde ich total hilfreich. Das wäre wirklich meine Bitte, weil ich das sehr, sehr schätze. Und auch ab und an dann mal, meine ich, Rückfragen stelle oder zu Einzelgesprächen auch einlade oder eben die Einladung sehr gerne annehme, weil ich finde, das ist das Beste, was Politik an der Stelle passieren kann, solche Beratung zu bekommen.